Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 90. So, würde ich sagen, holen wir uns den nächsten. Ich meine, Basiliska ist die Gacke, aber wir sagen mal Turm. Holen wir uns den nächsten Turm. Und gucken, was passiert, wenn wir unsere ganzen Quests abgeben. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir werden schon Level 850. Das könnte spannend werden. Pylon. Kristallpylon. Pylon, heißt es Pylon? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass man für die drei recht viel EP bekommt. Da wir ja noch ein, zwei andere Quests haben zum Abgeben, wie die ganzen Dinosaurier-Dinge, könnten wir, wie gesagt, Glück haben. Das wäre ja schön. Ich drücke uns mal die Daumen. So. Pylon. So, Pylon untersucht. Haben wir angeklickt. Sehr schön. Und die Safari-Kacke haben wir auch fertig. Hier die ganzen Vorräte. Vorräte. Schön. Schönes Ding. Verkäufer einreiten, das ist kürzer. Ich bin immer am Außen am Rand lang, obwohl Verkäufer ist immer kürzer. Das ist wohl wahr, aber gut. Ich denke, man hört nicht so sehr den Zug, der gerade vorbeigefahren ist. Ich habe extra die Fenster zu. Momentan regnet es auch nicht. Der Regen ist ja momentan krass. Ich weiß nicht, ob der immer noch so krass ist, wenn das Video online ist, aber oh, wir haben ja noch einen Punkt, wo ich das gerade sehe. Und zwar, gucken mal, hier 186 kostet es an Mana Block und jetzt kostet es 182. Naja, ist zwar nicht so super viel, aber immerhin. Und wenn wir dann 58 sind, würde ich sagen, gehen wir auch zum Lehrer. Wenn wir hier alle Quests abgegeben haben und noch nicht 58 sein sollten, gehen wir nach Selitus. Gibt es dann auch ein, zwei Kill-Quests, die man ganz so nebenbei locker flockig machen kann. Ja. Die sind dann nämlich quasi easy going. Man muss mal gucken, wie viel Gold ganze Lernen kostet. Ansonsten schicken wir uns ein bisschen was zu. Weil ich meine, ich habe was von 10 Gold im Kopf für allein schon das Lehrer für Höherstufung von Kirchenerei. Schrott, Schrott, Schrott. 2 Gold. Ich glaube, das habe ich noch nie mit irgendeinem benutzt. Oh, das sieht gut aus. Ja, mit. Ja, das könnten wir wirklich schaffen. Das ist ja der Wahnsinn.
wieder. Wie geht's? Auf dann. Echt der Wahnsinn. Noch 5 Quests, ah gut. Hier haben wir noch 3 Quests. Und der ist ein Pylon. Ost, Nord, West. Sind draußen, immerhin. Interessant. Man sieht sich. Wohl an denn. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Welch Freude, euch zu sehen. Hinfort, hinfort. What? Ja, wir müssen zuhören. Die Sache verstehen. Ein Büchlein bekommen. Mach mal langsamer. Könnt ihr das nämlich quasi kurz pausieren, das Video, und euch das dann angucken. Hier, grün verleiht euch eine heilen Aura. Blau ist Willenskraft. Rot erhöht die Rüstung. Und gelb. Rot und gelbe Kristalle. Kommt ein mit Lähm, okay. Naja. Ist jetzt nicht so der Knaller. Gelbe Chance konnte man nicht mal verkaufen. Verkaufen wir erstmal das, was wir nicht brauchen. Und dann gehen wir nach Selitos. Wenn wir dann aus der Höhle wieder rauskommen. Haben wir dann jetzt alle abgegeben? Nein, hier haben wir noch was. Gatzgatzahn, okay. Beute Bucht. Und das ist... Oh, weia, was ist das denn? Zu bla bla bla. Wo ist das? Ach, hier kann das sein. Ferranas. Okay. Und da ist auch noch eine. Oh Mann, oh Mann. Jetzt werden wir mal verkaufen. Was kann ich heute für euch tun? Oh Mann, Mann. Verdichteter Stein könnten wir theoretisch auch gebrauchen, aber... Tolles Handbuch.
Questgegenstand. Hoppla, Questgegenstand. So. Ich glaube, der war das mit den Blüten, ne? Können wir die, ja, genau. Weg damit. Zack, und auf nach Ferralas. Ferralas sage ich schon. Mensch. Oh, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn das Spiel wieder läuft. Auf Wiedersehen.